Hi, heute möchte ich euch die süßen, leckeren Früchte, die süßen Früchtchen vorstellen, die Erdbeere. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie einfach man die Erdbeermarmelade mit Tonkabohne machen kann, was extrem lecker ist und was Besonderes. Dazu brauchen wir frische Erdbeeren, die wir vorsichtig waschen. Wir haben natürlich den grünen Stängel entfernt und alle etwas angegriffenen Erdbeeren mit Flecken aussortiert. Diese Erdbeeren püriere ich immer vorher in meiner Küchenmaschine. Für Tonkabohnen püriere ich die Erdbeeren immer so sehr, dass es wie Samt ist, also keine Stückchen mehr sind, weil vom Geschmack her kommt es einfach besser rüber. Dazu brauchen wir noch jede Menge Gläser. Und zwar mache ich meine ganze Marmelade selber und meine Verwandten und Freunde sammeln dann immer Gläser für mich, die sich hervorragend eignen, egal welche Größe. Sie kosten nichts und man entlastet auch wieder die Umwelt. Zuerst kommen sie in die Spülmaschine, danach lege ich sie immer in meine Spüle und gieße kochendes Wasser über die Deckel und über die Gläser, lasse sie so 10 Minuten drin liegen und stelle sie dann auf dem Kopf unabgetrocknet auf die Spüle und die Deckel in eine Schüssel. Jetzt pürieren wir die Erdbeeren erst einmal und geben, also ich gebe bei der Menge, die ich da habe, also eine Schüssel voll, das sind etwa 3 Kilo, eine Tonkabohne dazu. Wer sich da unsicher ist, probiert es erst mit einer halben. Und zwar zerkleinere ich die Tonkabohne mit in meiner Küchenmaschine. Da nehme ich nur eine Handvoll Erdbeeren und eine Tonkabohne hinein und stelle sie auf die Stufe 6 und püriere etwa 30 Sekunden. Wer jetzt keine Küchenmaschine hat, ist gar kein Problem. Er nimmt einen Zauberstab. Und wer den nicht hat, der nimmt dann einfach für Kartoffelpüree, gibt es so einen Stampfer, da kann man sie durchdrücken. Oder man nimmt die Erdbeeren, schneidet sie per Hand in kleine Stücke und danach nimmt man eine Gabel und zerdrückt sie halt. Das ist eine große Arbeit, aber man bekommt sie auch ziemlich fein. Und wie gesagt, am besten vorher, dann spritzt es weniger, vor allen Dingen nicht heiß. Andere pürieren halt hinterher, ich mache es immer vorher. Das ist ein Energieersparnis, weil es schneller kocht. Und vor allen Dingen, man spritzt sich nicht voll und verbrennt sich, was ja ganz schnell passieren kann bei dieser ganz extrem großen Hitze. Wie gesagt, eine Handvoll Erdbeeren in die Küchenmaschine, dazu eine Tonkabohne, dann die restlichen Erdbeeren püriert und ich koche meine Marmelade in einem Schnellkochtopf. Ihr könnt einen ganz normalen Topf nehmen. Dazu muss man aber wissen, man muss von Anfang bis Ende stetig rühren, weil das ganz schnell anbrennt. Im Schnellkochtopf kann man aber das Rühren unterlassen. Wie gesagt, Schnellkochtopf, wer bewegt sich ja. Das liegt dann bei euch. Nun zeige ich euch erstmal eine Tonkabohne. Ich bestelle sie immer im Internet, weil bei uns in den Geschäften bekommt man sie ganz schwierig. Wie gesagt, man kann sie in der Küchenmaschine klein mörsern. Man könnte sie auch in einer für Kaffeebohnen, die kleine Maschine, zerkleinern. Und wer gar nichts davon hat, der nimmt einfach so eine kleine Reibe und reibt sie dann halt. Da muss man ein bisschen auf die Finger aufpassen. Wie gesagt, ich nehme jetzt eine Tonkabohne. Manche sagen pro Kilo eine Tonkabohne. Das würde ich am besten ausprobieren. Wir nehmen vielleicht erst eine und mischt die 3 Kilo an. Und dann probiert es im kalten Zustand. Und wenn ihr sagt, oh nee, ich möchte ein bisschen mehr Geschmack haben, dann nehmt ihr noch die nächste. Es wird aber auch ein bisschen intensiver, nachdem es gekocht worden ist. In unserem Topf sind jetzt 3 Kilogramm pürierte Erdbeeren und dazu nehmen wir 3 Päckchen Gelierzucker 2 zu 1. Ich nehme immer 2 zu 1, weil ich das süß genug finde. Die Erdbeeren haben genug Eigensüße und ich mag es nicht so süß und meine Familie auch nicht. Wenn ihr lieber sagt 1 zu 1, dann nehmt ihr halt 1 Kilo Zucker und 1 Kilo Früchte zusammen. Das kippen wir jetzt in die pürierten Erdbeeren hinein. Den Gelierzucker und verrühren sehr gut mit einem Holzlöffel das Ganze. Die zweite Variante, die ich euch vorstellen möchte, ist Erdbeersamt mit Vanille.
Dazu brauchen wir Vanillestangen. Und zwar brauche ich für die 3 Kilo 2 Stangen, weil wir es mögen, wenn es sehr nach Vanille schmeckt. Wir nehmen eine Stange und schneiden sie in der Mitte auf. Ich habe jetzt die Vanilleschote in der Mitte aufgeschnitten und dann nehmen wir das Messer mit der runden Spitze und schaben die Vanille heraus. Man würde das herausgeschabte jetzt bei die Erdbeeren tun, aber ich tue auch immer die Schalen noch mit rein, die ganze Vanilleschote, die wir ausgekratzt haben. Die entferne ich erst nach dem Kochen aus den Erdbeeren, weil die noch das ganze Aroma abgibt und es wäre schade drum, die wegzuwerfen. Das wäre noch eine Variante. Und was sehr gut noch schmeckt zu der Tonkabohne, ist noch ein bisschen Chili. Ich habe hier Chili Knoblauch sogar, dass man das mit hineingibt vor dem Kochen. Das wären jetzt drei Varianten für euch. Und nun ist der Chilizucker bei den Erdbeeren und ich setze den Deckel darauf. Es geht auch nur bei meinem Schnellkochtopf mit dem Kochen, weil mein Schnellkochtopf ein Glasfenster hat. Dann kann ich genau den Zeitpunkt dann sehen, wann es anfängt zu köcheln. Und ich habe mir deswegen auch eine Induktionsplatte gekauft, nur eine einzelne, weil es auch wesentlich schneller geht und mein Herd das nicht hatte. Dazu stellen wir jetzt den Herd oder die Induktionsplatte, das liegt bei euch, nicht auf Maximum, sondern vielleicht 2 Stufen drunter. Mein Herd und die Platte gehen bis 10. Ich stelle es dann auf 8 und warte, bis es sprudelt. Sobald es sprudelt, stelle ich es auf 3 zurück und lasse es dann 4 Minuten kochen. Das ist ganz wichtig. In der Zwischenzeit könnt ihr noch die restlichen Gläser spülen und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Natürlich kann man das Ganze auch mit einem normalen Topf machen. Wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, dann muss aber die ganze Zeit ununterbrochen gerührt werden. Aber wenn es dann sprudeln kocht, müsst ihr es auch zurückstellen, weil es einen sehr großen Schaum gibt und das würde euch dann oben drüber hinlaufen. Und das machen wir jetzt erst einmal. Unsere Erdbeerkonfitüre hat nun 4 Minuten sprudelnd gekocht. Mach den Herd aus. Den Deckel hoch und dann seht ihr, es blubbert noch gewaltig. Das schäumt sehr schön. Den Schaum benutze ich eigentlich nicht für die Gläser, den schöpfe ich ab mit einer Kelle. Der wird dann schön fest und man kann den ganz frisch essen und da schmeckt er wirklich sehr, sehr gut. Würde man ihn mit in die Gläser tun, wird das eher grau mit der Zeit. Und das sieht nicht so appetitlich aus. Aber der Schaum ist wirklich sehr, sehr lecker. Abschöpfen. Manche tun dann immer noch Zitronensäure hinein, Zitronensaft. Das mag ich gar nicht, weil ich möchte eigentlich das volle Aroma der Erdbeere haben. Und wegen der Farbe, dass sie eher erhalten bleibt, ist es so, dass ich, nachdem ich alle meine Erdbeersorten gekocht habe, die Gläser einfach noch einmal in den Einkochapparat stelle. Den normalen Einkochapparat für Obst, Gemüse und dergleichen. Und zwar auf 80 Grad. 10 Minuten. Und lasse dann, nachdem die Zeit um ist, die Gläser eine Nacht im Einkochapparat stehen, dass die abkühlen. Und dann bleibt die Farbe genauso schön rot, als wenn man Zitronensäure oder dergleichen hineintut. So, jetzt füllen wir die Erdbeermasse in die Gläser. Ich stelle meinen Topf immer auf eine Holzplatte, auf einen Holzteller, direkt an die Spüle. Dann habe ich einen Keramikteller, den mache ich etwas feucht. Da drauf mein Glas. Und weil das jetzt eine Samtmarmelade ist, kann ich einen Trichter verwenden. Ansonsten mit Stückchen würde ich eher so ein Henkeltöpfchen nehmen und da hineinfüllen und umschütten, sonst verbrennt man sich die Finger. Das Tellerchen mit dem Glas drauf in der Spüle ist aus Sicherheitsgründen. Manchmal ist doch ein Glas vielleicht ein bisschen gesprungen oder es ist zu heiß und es platzt dann. In der Spüle kann euch nichts passieren oder jemand anderen. Man verbrennt sich nicht. Und das ist ganz sicher, was ich immer ganz wichtig finde. So, jetzt nehmen wir den Schöpflöffel, rühren noch mal ein bisschen um. Und dann füllen wir unsere
Marmelade mit den mit dem Tonka Bohnen oder der Vanille in die Gläser. Und verschließen es gut. So, so ein Zentimeter Platz lassen, das reicht. Dann nehmen wir den passenden Deckel, Schrauben zu, nicht passender Deckel, Schrauben zu und würden das einen Moment dann auf der Spüle den Kopf stellen, damit die restliche Luft rausgeht. Und das wäre unsere frische Erdbeermarmelade mit Tonkabohne oder Vanille oder Chili Knoblauch, wie ihr das möchtet. Tschüss!